Jo Leute, was geht? Ich zock heute Custom Zombies. Die einfachste Map, die es überhaupt gibt, die One Window Map. Es gibt ja noch die One Window Challenge, aber die ist selbst noch ein bisschen schwerer. Und ich bin jetzt bei der zweiten Aufnahme eben fünfmal hintereinander verreckt bei dieser einfachen Map. Und fünfmal hintereinander diese Waffe am Anfang gezogen. Ich weiß ja nicht, ob das ein schlechtes Omen ist. Danach die Wunderwaffe, bla bla bla. Und ich habe jetzt einen abgebrochen und jetzt mache ich nochmal neu, weil ich keinen Bock habe, so viele Fails hochzuladen. Die ersten dreimal habe ich ja noch akzeptiert. Habe ich gedacht, komm, die lasse ich noch, lade ich mit hoch. Aber dann bei fünfmal, Mann, das will doch echt keiner sehen. Und wieder. Ja, das ist nicht so toll dann. Deswegen einfach nochmal neu machen. Playlist wieder von DJ Rock, weil die halt lizenzfrei ist, die Musik von dem. Und deswegen nehme ich die Playlist auch immer. Ah, diesmal sieht es doch ganz gut aus. Wie gesagt, das ist die einfachste Map, die es eigentlich überhaupt nicht geben kann. Wenn du nicht zu schlecht bist. Ich komme so langsam auch mit der Steuerung klar. Könnte zwar noch besser werden, aber naja. Wieder die Wunderwaffe gezogen. Die mache ich aber weg, weil durch die Wunderwaffe bin ich schon zweimal gestorben. Die ist zwar gut vom Schaden her und so, aber ich sag's euch, auf so einem kleinen Raum ist die nicht gut. Die richtet mehr Schaden an euch an, anstatt an den Zombies. Deswegen cheat ich sie jetzt leer. Nur ich mir vorne die an der Wand. Das war schon ziemlich nah. Okay, näher kann ich wirklich nicht. Naja. Wie gesagt, ich habe eben schon die ganze Gespräche gesehen, Alter. Ich hatte so aufgeregt gerade. Naja, wenigstens werde ich die Waffe hier los. Die muss ich nämlich loswerden. Die ist zwar gut, aber sehr gefährlich. Zack. Ach, die Blaze ist auch gleich durch. Ich hoffe, die startet danach von neu. Hä? Nochmal? Ich doch gar nicht gezogen. Lol. Hä? Ich doch gar nicht gezogen. Ja klar, verschwende einfach mal 950 Punkte. Ist klar, jetzt kann ich... Scheiße. Ach, zum Glück habe ich mir die auch noch geholt. Sometimes I just feel like a gangster. Mal drauf napsen. So, bei der Map kannst du eigentlich nichts falsch machen, außer wenn du Mark heißt. Oh, ich hab's meinen Namen gesagt. Oh, jetzt werden wahrscheinlich morgen früh gleich Pedos vor meiner Tür stehen. Nein, auf jeden Fall, solange du nicht ich bist, kannst du bei der Map nichts falsch machen. Und auch nicht verlieren eigentlich. Nicht unter Wette 20. Ich sag aber, nur wenn du nicht ich bist. Schau, Schmuchtelwaffe. So, Jagger ist nicht schlecht wegen den Hunden. Oh oh. Wenn sie jetzt kommen. Na dann, guten Abo. Da sind sie noch nicht mal da. Und jetzt kommen die Hunde, hab's Fenster außer Acht gelassen. Und egal. Die werde ich auf jeden Fall punchen, dass wir immer eine Punchwaffe dabei haben. Und ich würde halt gerne mal eine Schrotflinte überhaupt punchen, weil ich noch nie gemacht habe. Würde sich jetzt gut anbieten, weil hier kann man gut punchen, kriegt schnell Geld und so. Kommt auch schnell eine Schrotflinte, würde ich sagen. Sometimes I just feel like a gangster. Waffe hier, die ist schon sehr gut. Ich finde die gefällt mir schon. Ja. So, jetzt müssen die Hunde kommen. Noch schnell einen Jagger reinpfeifen, dass ich die Hunde auch. Ja, überstehe.
Hallo. So, shit. Wie gesagt, Steuerung am PC ist noch nicht so meine. Aber ich denke mal, das werde ich auch noch hinbekommen. Fest zurück. Ohne Jugger wäre ich jetzt wahrscheinlich schon down. Reload. Wow. Als nächstes brauche ich unbedingt Speedcoder und Double Tap. Wow. Ich nehme jetzt schon fast eine halbe Stunde auf. Normal sollte ich jetzt schon bei Welle 15 oder 20 sein, aber da ich ja 5-mal resettet habe. Puh. Aber ich bin mal Welle 8, das ist schon mal nicht schlecht. Zumindest nicht für meine Verhältnisse. Die Hunde sind immer ganz geil, sind zwar auch schwer ohne Jugger, aber naja, mit entsprechender Waffe natürlich auch nicht, aber die füllen halt deine Muni auf. Bei dieser One-Window-Challenge ist der One-Window-Room hier. Bei der One-Window-Challenge kannst du dir ja auch die Muni nachkaufen, aber du kommst halt nicht an Speedcola und Jugger ran, ohne diese Tür zu öffnen, und dann kommen halt von den Seiten dann auch noch Zombies. Und das ist dann doch schon ein bisschen schwerer. Speedcola gezogen. Und der hat schon wieder an der Kiste gezogen. Ich weiß ja nicht, was der für Probleme hat, aber... Naja, egal. Ich sag, das Spiel ist hier ein ganz altes eigentlich schon. Aber Zombies ist wirklich ziemlich geil. Ich muss auch gleich zugeben, bester Zombie-Mode ever, World at War. Vor allem auch wegen Kasten-Zombies. Boah, Alter, wie geil. Das ist halt jetzt hier, weil ich auch ziemlich müde bin, weil es schon spät ist. Die Map hier bietet sich gut an. Vielleicht bestimmt auch irgendwann nochmal, ja. Zocken. Uiuiui. Knapp. Dürfte eigentlich gar nicht so knapp werden. Nein, ich wollte gar kein Quick Revive holen, weil das hier gar nichts bringt bei der Map. Ist mir dann doch schon des Öfteren hier aufgefallen. Ich bin jetzt aus Versehen gezogen, verdammt. Egal. Ein Magazin nach dem anderen verballern. Deadshot, bla bla bla, Fickery, oder wie das heißt. Hole ich mir jetzt auch noch schnell. Stammen ab auch noch, weil es so schön ist. Ah! Die nächsten kommen schon! Zack! Krieg ich mir alles schon. Boah, es wird doch schon ganz schön knapp. Jetzt soll ich dann doch so langsam mal punchen gehen. Weil alle Perks habe ich ja jetzt. Komm. So, damit es nicht nochmal so knapp wird, muss ich... Ach, die Kiste ist jetzt hier, okay. Puh! Naja, passt doch noch. Passt schon. Zack. Wisch. Zack. Wegnatzen. Ciao. Und Max Ammo. Boah. Fernsehen läuft nebenbei noch auf gemutet, weil ich einfach schauen wollte. Eigentlich wollte ich, bis der Film Attack the Block, den ich gucken wollte, anfängt. Aber jetzt bin ich hier noch in der Aufnahme. Eigentlich wollte ich bis dahin schon fertig sein. Naja, egal. YouTube geht vor. Wenn ich bis da vorne hinkomme. Ich schaff's nicht ohne diese gepanzerte Waffe. So. So, jetzt passt's. Yeah. Hey, dude. Oh, wieder 6000. Ja, eigentlich könnte ich mehr. Ich weiß, was ich gleich mache. Ich punch noch diese andere. Dann baller ich sie weg. Ich hab eh Geld ohne Ende. Boah, ich dachte jetzt gerade, ey. Noch schnell punchen.
weil ich es kann und weil ich Style hab. Und drauf natzen. Ich habe die SFX extra aus, weil das irgendwie auf Dauer hier stört, weil ich hier nur am Ballern bin. Aber eigentlich, deswegen habe ich auch die Playlist. Weil bei der Map muss ich eigentlich eine Playlist laufen lassen, weil es sonst ein bisschen zu lame wird. Die Map ist wirklich nicht so spannend. Ja, ist auch in einem hoch. Aber wird schon, ne? Ach, mit einer gepanschten Waffe ist es doch schon viel einfacher. Ich darf das Fenster nie außer Acht lassen. Außer halt auch Zeit, um an die Kiste zu gehen. Und es wird auch Zeit, an die Kiste zu gehen. Denn ich habe Low Ammo. Die sind nicht schlecht. Komm schon. Kann ich punchen? Ich konnte... Das ist doch jetzt gerade unfair. Ich konnte die Waffe nicht wechseln, Mann. Ja, okay. Bis Runde 14 ist es noch in Ordnung. Restart. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich konnte die Waffe nicht wechseln. Ihr habt es doch gesehen, der hat die nicht gewechselt. Was ist das für eine Scheiße? Ich will es aber unbedingt nochmal machen, ey. Egal. Ja, ja, boah, ey, ich weiß nicht mal, wo ich Affen werfen kann. Ich hab auf 3. Ne, auf 4. Ist auch scheiße, Mann. So. Ich hänge jetzt hier nochmal eine Runde dran, weil das war gerade doch... Das war auch gerade echt... Boah, ey, das war so übel mies von denen. Habe ich mir echt gerade gedacht, was wollen die von mir? Sind die irgendwie auf Probleme aus oder so? Habe ich mir da nur gedacht gerade. Affen! Affen kann es schaffen. Hallo? Hallo? Warum ist er nicht zum Affe gegangen? Also irgendwie finde ich das manchmal doch sehr unlogisch. Also, ja, ich sag dazu jetzt mal überhaupt nichts mehr. Tut mir leid. Ein paar Bugs sind doch hier noch da, zum Beispiel, dass Quick Revive überhaupt nicht funktioniert. Unter anderem, die Affen auch nicht so wirklich das tun, was sie tun sollen. Ich sag dazu jetzt mal überhaupt nichts mehr, weil das ist mir jetzt hier ein bisschen zu blöd auch, so langsam. Und ich find's einfach nicht fair. Oder findet ihr das fair, dass der die Waffe nicht wechselt, dass die Affen nicht gehen, dass Quick Revive nicht geht, also die Affen nur teilweise gehen, dass Quick Revive überhaupt nicht funzt und dass er einfach mal die Waffe nicht wechseln will und dass er ständig von selber an die Kiste geht? Was soll denn das? Was, da denke ich mir nur, was wollen die von mir? Wollen die irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Kontakt oder so? Ich... Der Sniper ist jetzt auch nicht gerade diese super Waffe hier, die ich mir erhofft habe. Aber was sein muss, muss sein. Ja, die geht wegen. Also, zum Glück, dass ich ja keine anderen Probleme habe. Ah, man schnecken sich die Probleme, die der hat, würde ich auch gerne mal haben. Da haben sie vermutlich auch recht. Aber trotzdem. Aber trotzdem, nicht cool, nicht cool, Kompo. Sniper ist eigentlich voll geil. Aber ich brauche für die Hunde unbedingt gleich dieses Maschinengewehr, sonst bin ich am Arsch. Puh, trotzdem. Nicht cool, nicht cool, nicht cool, nicht cool.
Ach, Sniper, lad nach, komm schon. Oder willst du mich flachsen? Empfehle ich nicht. So, jetzt wechselt er die Waffe wieder, super. So, mein PC kann es nicht liegen, der ist einfach ein High-End-PC, Junge. Der läuft selbst Titanfall auf höchste Einstellungen und der wird nicht mal warm. Irgendwas ist da doch gewaltig schief gelaufen. Vielleicht muss ich jetzt ihr Geld sparen. Ich hab ja erstmal gute Waffen eigentlich für die Welle. Dass ich an Jugger komme. Ja, lol, warum auf einmal Hunde? Nachlade! So. Aber Jugger bringt eigentlich hier, der bringt hier schon was, aber er bringt nicht das, was er bringen soll. Ich hätte hier hinten so ein, ich wünschte, der Raum wäre größer, dass man auch zur Not, wenn man es nicht mehr unter Kontrolle kriegt, dass man Runden laufen kann. Oder so ein Fenster einbaut, wo man dann einen Wald sieht, aber das ist ja, das ist irgendwo unter der Erde oder so, in der U-Bahn oder was weiß ich, wo das hier ist. Naja. Sag mal überhaupt nichts mehr dazu. Außer, dass mir nur immer sowas passieren muss. Aber egal, egal. So, ich nuke die gleich alle weg. Wenn die Nuke flackert, gehe ich rein, aber solange sie nicht flackert, gibt's nochmal hier ein paar Punkte, Alter. Ja, Mr. White! So, schön rennen. Punkte gemacht. Ja, erstmal hier. Besser erstmal sich hier die Perks zu holen, die nötigen. Bevor ich jetzt hier schon punchen renne, weil ich hatte es mir gerade schon überlegt, aber erstmal hier die nötigen Perks holen. Dann Waffen sichern. Ressourcen sichern erstmal. Also punchen kann ich ja nach. Oh ja, was soll's. Yes, science. Ich wollte gerade schon wieder punchen rein, Alter. Ah, renn, Schlappe, lauf. Bleibt ihr auch. Ah, ja, okay. So, erstmal wieder alle Perks holen. Und den hier machen. Und wieder die Waffe hier. Naja, die ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Habe ich nichts zu bemängeln. Ich stemme mal ab, muss ich mir gleich noch holen. Ist aber echt keine Kunst, sie aufs Fenster zu schießen, wenn manche das denken. Kunst ist nicht wirklich. Die Shotgun, die mir ja eben den Tod gebracht hat, wenn ich ja mal so ausdrücken kann. Naja, aber sie ist nicht schlecht. Das will ich ja mal nicht sehen. Ich natze schon weg. Das läuft doch ganz gut eigentlich. Zu nah auf die Pelle rücken. Ich will unbedingt hier mal die Shotgun punchen, deswegen behalte ich die jetzt auf. Es wäre halt cool, wenn ich hier ein paar Kumpels habe, die mitzocken.
Na, vielleicht hat mal ein Kumpel von mir sogar das Spielen kann mitzocken. Das wäre halt schon ganz cool. Okay. Jetzt ist hier. Hier. Zack, es gibt jetzt Emacs. MO. Zack. Boah, meine Hand, Alter. Ich muss danach unbedingt pennen gehen, Mann. Das dauert hier länger als gedacht. Diesmal, wenn ich sterbe, war es dann für den Partner. Dann wird es halt zwei Parts enthalten, die Map. Bestimmt werde ich in einem halben Jahr oder so nochmal zocken. Dann bin ich hier über der Pro, Junge. Werde ich mich über mich lustig machen zu der Zeit. Dann werde ich mir das Video zu der Zeit nochmal anschauen und werde lachen, weil ich so schlecht und inkompetent war. Bam, 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 bam. Zack. Ich würde einfach mal den inneren Schweinhund überwinden und die andere Waffe ziehen. Ich wäre unbedingt hier weiter. Boah, Mann, ich müsste nachladen unbedingt mal auf E legen. Boah, mit der Tastatur, mit den Tasten. Wird zwar besser, aber es ist immer noch nicht perfekt. Es macht mir aber mehr Spaß als mit dem Controller. So, die wird jetzt gepuncht. Los, 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 los. Einmal schießen, nachladen. Na, zweimal schießen, nachladen. Ach, die ist gut, wenn sie gepuncht ist. Die ist auch ungepuncht und ganz in Ordnung, aber gepuncht ist wirklich. Das ist schon eine Investition, die sich gelohnt hat, würde ich sagen. Ganz cool gemacht. Jetzt hier halt ohne Playlist wird es totlangweilig. Ich glaube, es ist sogar mit Playlist totlangweilig. Was kann ich denn hier noch so machen? Ach, hier, das kann ich mir holen. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Ah, ich hole ich mal einfach, komm. Nächste Anschaffung wäre dann die nächste Waffe zu punchen, aber ich will nicht, dass die Muni dann so teuer wird. Bam. Eine Hand, Mann, die macht nicht mehr mit so langsam. Ich muss eigentlich nur dastehen und draufnatzen. Na, das ist eigentlich jetzt gepanschte Muni-Verschwendung. Naja, egal. Ach ja. So, Max Ammo, das ist gar nicht so verkehrt. Mit der Waffe ist es natürlich einfacher, hier hinten zu stehen und zu campen, aber vorne zu stehen in der Action mit der Pumpgun ist doch cooler eigentlich, oder? Finde ich persönlich amüsanter. Der Pumpgun-Action. Vielleicht haben wir gleich einen Rekord, ich war eben 14. Mal schauen. So, 10.000 haben wir jetzt. Ja, die Waffe hier ist noch gut genug, Mann, die muss ich nicht punchen. Na, ich kann ein paar Granaten vorfleddern. So, nee, doch nicht. Zack. 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 Zack.
Zack, zack. Zack. Boah, diese Steuerung, ey.